Die Banditen sind geschlagen und meine Siedlung wächst und gedeiht. Jetzt wollen wir doch mal gucken, ob wir das neutrale Dörfchen erreichen können. Und damit herzlich willkommen zurück zu... Jo. Würde ich sagen, zurück zum Spiel. Und wir schauen uns das mal an. Also unsere Windmühle ist hier noch im Bau. Ja, das wird auch noch eine Weile dauern. Da denke ich, muss ich dann hier so langsam anfangen. Noch, da haben wir noch ein Steinmetz. Aber wir können hier auch ganz locker noch einen Kohletagebau und sowas alles errichten. Also, ach, haben wir schon. Da oben ist ein Kohletagebau und da ist der Steinbruch. Na, genau. Wundervoll. Kann man hier noch irgendwo was anderes errichten? Ah, Silbererz. Und Eisenerz. Boah, da kannst du mal, da können wir ja mal gucken. Ah ja. So. Und dann ist es halt eine Steinmühle. So. Wie sieht's denn hier mit der Schneiderei aus? Oh, hey, Rucksäcke sind durch. Das bedeutet, ich mache noch mehr. Und hier, ja, müssen wir mal gucken, dass wir hier noch ein bisschen nachbessern. So, davon haben wir noch genug. Hier bessern wir nochmal nach. Ja, Werkzeuge. Passt so, Rüstungsschmiede. Boah, das dauert halt noch, das ist mir auch egal. Genau, das machen wir noch und dann gucken wir nochmal. Silberdegen, Eisenschwert, Eisenlanze, ja, passt alles super. Halt nur noch gucken, dass wir hier irgendwie so Eisenzeugs bekommen. Genau, und dann können wir noch hier. Super. Super. Und dann müssen wir kauken. Gucken, so. Kupfer, Kupfer, Stein, Kalkstein. Oh. Okay, da würde ich dann mal sagen. Jetzt sehen wir gerade durch, soweit es geht. Super. Was haben wir denn da? Steine und Holz. Na, dann benutze ich jetzt mal ein Wort, was ich selten benutzt habe, aber es ist hier schon das eine oder andere Mal. Brauchen, glaube ich, Abrisssteinmetze. Das ist hier in dem Fall Steinbrüche. So. Und weil das so absurd ist, würde ich sagen, wollen wir hier gleich noch einen Stein metzen und haben wir noch Platz für eine Mühle? Wenn ja, will ich das auch, ja. Super. Ach, genial. Ja. So, was will denn der Außenposten haben? Holzspeere, 14 Stück. Na gut, okay, also wir sollten jetzt mal gucken. Das ist schon ziemlich dicht. Wie viele Grenzsteine haben wir denn? 5. Das liegt, glaube ich, daran, dass ich hier... Hier habe ich gesagt, mach keine, das nehme ich wieder zurück. So. 70%, ja. Ja, okay. Also es geht jetzt wirklich nur noch darum, kriege ich es schnell transportiert oder nicht. Und die Frage, die sich mir stellt... Ah nein, pass auf, wir machen das so. Was ist das denn? So. Toll.
Und hier möchten wir natürlich das und das. Und die beiden kriegen Prio, aber sowas von Prio. So, der Rest darf einfach gebaut werden. Ja, das wird schon. Hier hinten ist ein bisschen Silber und ein bisschen Eisen. Ja, das ist alles noch weit weg da. Brauche ich noch nicht so viel. Super. Ja. Da würde ich doch sagen, können wir doch glatt mal. Nee, das brauchen wir alles nicht. Das brauchen wir. Na denn. Auf geht's. Aufgrund der Vorfahrt eines anderen Zuges verzögert sich unsere Weiterfahrt um wenige Minuten. Ja, so, dann machen wir das doch mal so. Mhm. So, jetzt gucken wir nochmal. Da würde ich sagen, das passt so ganz gut. Der Holzfäller hat ja auch schon sein Gebiet gute Arbeit geleistet. So würde ich es mal ganz grob sagen. Mhm. Die dürfen hier alles freihauen. Steinbruch, Steinbruch. Ja, mach fertig. Das hängt auch gar nicht, es stockt so eine Art Schluck auf und dann geht's weiter. Was ist das hier? Eine mysteriöse Art. Ich dachte ja, ich treffe noch auf ein zweites Lager oder so. Das sind noch mehr Diebe. Aha. Ja, na, treib doch nicht darum. Aber jetzt, so langsam erkenne ich den Sinn, mehrere Militärgebäude zu besitzen. Also mal davon abgesehen, dass du hier nur 25 losschicken kannst, wenn du so eine Garnison hast, was natürlich trotzdem cool ist. Es ist schon spannend. Ne? Okay, wo ist denn eigentlich mein Werkzeug? Weil... Was ich ja unbedingt noch brauche, ist das. Und Meißel. Ja. Aha, okay, gut. Habe ich also doch richtig eingestellt. Jetzt wolltest du noch mal gucken. Jetzt war ich mir echt nicht mehr. Ach ja. Das Spiel bietet schon echt viele Einstellungsmöglichkeiten. Ne? Da würde ich sagen, sind wir auch so langsam am Ende. Und hier wird so einiges fertig gebaut. Oh ja, die Handelsposten haben natürlich Vorrang. Und glücklicherweise brauchen die auch nur billige
Rohstoffe, also das wird schnell gehen. Ich glaube, jetzt dauert es nicht mehr lang. Wilder Flachs, wie witzig ist das denn? Okay, ja, und dann würde ich sagen, danke, dass ihr mir zugesehen habt, wie ich meine Siedlung weiter ausgebaut habe. Wir befinden uns jetzt im Endspiel und ich hoffe doch mal, dass wir nächste oder übernächste das Video das Ganze beenden und uns dann auf eine neue Karte begeben. Und damit hoffe ich, dass wir uns wiedersehen im Spiel auf der Endcard und im Zug zwischen Köln und Dortmund. Und bis dahin viel Spaß beim selber Errichten.